aber kommen wir zu meinem Thema. Also ich bin Julia, ich bin Studentin der Politikwissenschaft und in meinem Studium beschäftige ich mich unter anderem relativ intensiv mit der europäischen Demokratie. Deshalb ist es auch relativ naheliegend, dass ich mich bei den Piraten mit dem Thema befasse. Ich habe auch unter anderem bei der schwedischen Piratenabgeordneten Amelia Anderstotter im Europaparlament ein Praktikum gemacht. Es ist auch so die Richtung, in die ich mich irgendwie bei den Piraten orientieren möchte. Und das ist, damit kommen wir auch schon zu dem strukturellen Problem, das wir haben werden. Also wie ihr ja wahrscheinlich wisst, haben wir 2014 Europawahlen. Wir haben normalerweise 2 Bundesparteitage im Jahr. Wir haben jetzt einen Programmparteitag. Danach kommt noch ein Programmparteitag voraussichtlich. Dann kurz nach der Bundestagswahl die Vorstandsneuwahl und dann Anfang 2014 die Aufstellung der Liste fürs Europaparlament. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich keinen eigenen Programmparteitag für die Europawahl mehr haben, es sei denn, es regnet plötzlich Geld. Und deshalb, also viele haben das Thema noch nicht so richtig auf dem Schirm und es geht jetzt auch teilweise um Grundsatzprogramm, teilweise um Bundestagswahlprogramm. Aber es ist ganz wichtig, dass wir das Thema Europa jetzt schon in Bochum behandeln, damit wir überhaupt ein Europaprogramm zur Bundestagswahl und dann später auch zur Europawahl haben. Denn bisher steht im Grundsatzprogramm der Piratenpartei zum Thema Europa nichts. Wir haben 2 Positionspapiere verabschiedet, 2011 in Offenbach. Das eine ist ganz kurz, ist so kurz, ich lese es euch gerade vor. Die Piratenpartei kritisiert die demokratischen Defizite bei der Entstehung des ESM-Vertrags. Punkt. Das war das eine Positionspapier. Das andere Positionspapier ist ein bisschen ausführlicher und da steckt auch wesentlich mehr an Inhalt drin. Das ist der sogenannte Piratenappell pro Europa. Der wurde in Offenbach mit einer ziemlich großen Mehrheit angenommen und hat schon mal so eine Richtungsentscheidung bedeutet, dass wir uns grundsätzlich pro-europäische Einigung aussprechen, allerdings der Meinung sind, dass diese Einigung unbedingt mit einer Demokratisierung der europäischen Institutionen einhergehen muss. Also das ist schon mal so die Grundrichtung, die dieser Piratenappell pro Europa gelegt hat. Allerdings als Positionspapier ist es eben nicht Teil irgendeines Programms. Das ist also die Ausgangslage, die wir jetzt haben und auch der Grund, weshalb ich es sehr wichtig finde, dass wir in Bochum Europathemen behandeln. Eingereicht wurde relativ viel, also wir haben jetzt im Augenblick 10 Anträge zu dem Thema. Davon sind 2 zum Grundsatzprogramm und eigentlich, also in dem Block 10 zum Wahlprogramm, wobei 2 davon nicht so richtig was mit Europa zu tun haben. Der eine ist irgendwie Abschaffung der Zeitumstellung und der andere ist Förderung von Jugendaustauschen oder so. Ich habe jetzt nur mal die rausgenommen, die sich wirklich mit der Weiterentwicklung der europäischen Institutionen und der europäischen Demokratie beschäftigen. Aber auch diese 10 Anträge sind natürlich viel zu viel, um die jetzt alle vorzustellen. Ich habe mir also 2 rausgepickt. Einmal den Grundsatzantrag zu Europa von der AG Europa und einen der Wahlprogrammanträge, der am umfangreichsten ist. Und zu den anderen sage ich irgendwie kurz einen Satz, worum es geht und ob ich die gut finde oder schlecht. Also hier auch Disclaimer, ich habe nicht an der Ausarbeitung der Anträge als solches beteiligt. Ich habe teilweise mit den Leuten gesprochen, ich habe auch mal mit dem Crackpille, der den Europa 2.0 Antrag geschrieben hat, irgendwie einen Podcast über das Thema gemacht und immer so meinen Input gegeben. Aber ich bin nicht Mitautorin irgendeines dieser Anträge, sondern ich habe mir die von außen angeschaut und einfach versucht, sie zu bewerten mit dem Wissen, das ich habe und versucht da einfach so eine Richtung oder euch einen Vorschlag zu machen, was davon vielleicht sinnvoll wäre und was man vielleicht lieber nicht ins Programm aufnehmen sollte. Der mir am leichtesten fiel dabei, ist eben dieser PA 98, der Grundsatzantrag zu Europa. Der wurde gestellt von Jill, das ist auch einer, der in der internationalen Koordination tätig ist und für die AG Europa. Also da haben ziemlich viele Leute dran mitgearbeitet. Der basiert auf dem Piratenappell von Europa, ist teilweise auch wortgleich. Teilweise sind ein paar neue Aspekte drin oder auch Sachen umformuliert worden. Hat aber eigentlich sehr ähnliche Ideen und ich glaube, die meisten, die dem Piratenappell zustimmen konnten, können wahrscheinlich auch diesem Grundsatzantrag zustimmen.
Der ist durchs Liquid Feedback gegangen mit ja, mäßiger Beteiligung, 500 Leute ungefähr haben mitgemacht und hatte dort 92% Zustimmung. Der ist relativ kurz, der Antrag, also lese ich ihn einmal kurz vor. Es sind drei Absätze. Geht los, wie im Piratenappell auch. Wir Piraten sind uns der Bedeutung der europäischen Einigung für Frieden, Freiheit, Wohlstand und Rechtsstaatlichkeit auf diesem Kontinent bewusst. Wir erkennen an, dass diese Errungenschaften weder selbstverständlich noch garantiert sind, sondern eines ständigen, aktiven Einsatzes und Ausgestaltung durch die Menschen in Europa bedürfen. Die einzige Änderung gegenüber dem Piratenappell ist in dem Fall, dass man nicht mehr von Bürgern spricht, sondern von Menschen, weil eben ja, der Gedanke aufgekommen ist in der Behandlung dieses Antrags, dass wir eigentlich alle Leute, die in Europa leben, in die Gestaltung einbeziehen wollen und nicht nur notwendigerweise die Bürgerinnen und Bürger. Weiter geht's. Als Teil einer transnationalen politischen Bewegung, deren Kommunikationsraum keine staatlichen Grenzen kennt, sehen wir uns in einer besonderen Verantwortung, den Bestand der europäischen Idee sicherzustellen. Ziel ist es, sie unter Einbeziehung der historisch gewachsenen kulturellen Unterschiede innerhalb Europas fortzuentwickeln. Dabei sehen wir unsere europäischen Nachbarn als Mitglieder einer Familie. Europapolitik ist keine Außenpolitik. Im Großen und Ganzen bis auf die letzten zwei Sätze auch im Piratenappell zu finden. Unser Ziel ist es, ein durch eine gemeinsame Verfassung konstituiertes, rechtsstaatliches, demokratisches und soziales Europa zu gestalten. In einem Europa der Bürger und Regionen steht der Mensch mit seinem Handeln im Mittelpunkt. Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung am politischen Prozess auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene müssen transparent, einfach wahrzunehmen, barriere- und kostenfrei gestaltet werden, um die Demokratie und mit ihr die europäische Einigung zu stärken. Das ist der Antrag. Also relativ kompakt und es ist alles auch relativ allgemein gehalten. Oft stehen spezifische Ideen dahinter. Das werde ich jetzt auch noch mal im Einzelnen erklären, warum das da drin steht so. Aber da es eben ein Antrag fürs Grundsatzprogramm ist, hat man sich da mit wirklich spezifischen Forderungen also die europäische Einigung ist wahrscheinlich noch das Spezifischste da drin. Und auch das sind natürlich Sachen, die nicht einfach irgendwie in 4 Jahren erfüllt sein werden. Deshalb ist das an der Stelle auch sinnvoll, dass das eben ins Grundsatzprogramm kommt und nicht ins Wahlprogramm. Also nochmal kurz zusammengefasst, also dieses pro-europäische Einigung ist eigentlich schon ja, die Richtung, die auch mit dem Piratenappell eingeschlagen wurde. Und darauf basieren eigentlich alle Anträge, die zu dem Thema eingereicht wurden. Aber das Wichtige ist eben, dass man eben hier anerkennt, das ist auch der Hintergrund der AG Europa, dass eben die EU eine Basis in der Bevölkerung haben muss. Also das ist eigentlich vielen Institutionen in der EU auch klar, deshalb machen die auch solche Sachen wie unglaublich viel Geld für Jugendbegegnungen und so, Erasmus und so weiter, weil es eben ja elementar ist, dass die Leute irgendwie auch affektiv was mit Europa verbinden und ja, die Piraten oder eben die AG Europa sind eben der Meinung, dass das am besten funktioniert, wenn man ihnen auch echte Mitbestimmungsmöglichkeiten gibt. In den europäischen Institutionen ist es ja oft so, dass Leute sagen, ja, wir können das nicht so weit demokratisieren, weil die Leute sich ja gar nicht für Europa interessieren. Und diese Kausalität kann man eben auch ganz leicht umdrehen und sagen, damit sich die Leute dafür interessieren, muss man ihnen auch erstmal Möglichkeiten geben, sich einzubringen. Und deshalb, ja, also das ist eigentlich die Richtung, die wir einschlagen wollen. Also um diese Basis zu schaffen, muss man eben den Bürgerinnen und Bürgern auch wirklich Möglichkeiten geben, mitzugestalten. Und diese Verbundenheit mit der EU darf eben nicht top-down geschaffen werden, sondern wenn man den Leuten einfach Tools an die Hand gibt, dann wird sich wahrscheinlich auch eher eine Identifikation mit Europa entwickeln. Ja, dass die Piraten transnational sind, ist eigentlich relativ klar. Wir sind eine Partei, die ist also wirklich eine internationale politische Bewegung mit Parteien in aller Herren Länder. Und dadurch, dass wir eben auch über das Internet kommunizieren, viel eben nicht in direkten Treffen machen, sind wir eben auch besonders prädestiniert, die europäische Einigung voranzutreiben. Dieser Punkt Europapolitik ist keine Außenpolitik, war so eine der Quintessenzen, die aus der außenpolitischen Konferenz im Sommer rausgekommen ist. Also es ist einfach die Idee, dass man eben nicht mehr von Außenpolitik spricht, wenn es um Beziehungen meinetwegen zwischen Deutschland und Frankreich geht,
sondern das ist europäische Innenpolitik. Und Außenpolitik ist eben wirklich die Beziehungen zwischen der EU und anderen Staaten oder staatenähnlichen Gebilden. Die Forderung, dass Europa sich eine demokratische und rechtsstaatliche Verfassung geben soll, ist auch schon im Piratenappell für Europa mit drin. Es wurde jetzt noch der Punkt sozial hinzugefügt, weil sich da auch die Piratenpartei programmatisch weiterentwickelt hat. Eigentlich ist sogar dieser Grundsatzantrag ein bisschen allgemeiner als der Piratenappell. Im Piratenappell steht nämlich drin, es soll ein föderaler Rechtsstaat werden. Mhm. Dieser Grundsatzantrag hält das wiederum offen. Es wird nochmal spezielle Anträge geben, die besagen einmal, wir wollen einen föderalen Rechtsstaat, einmal wir wollen so einen Staatenverbund mit Europa der Regionen und der dritte ist, die Bürgerinnen und Bürger sollen das entscheiden. Aber dieser Grundsatzantrag im Gegensatz zum Piratenappell lässt diese Frage erstmal offen und soll da auch möglichst, möglichst breit sein. Nochmal für die Leute, die sich jetzt vielleicht fragen, wie realistisch ist das mit der Verfassung? Also es ist im Moment so, mit der Wirtschaftskrise, eigentlich ist den Institutionen in der EU auch schon klar, dass an der Stelle außerhalb des vorher in den Verträgen festgelegten demokratischen Rahmens gehandelt wird. Es gibt deshalb im Fiskalpakt auch so eine Klausel, die sagt, okay, wir machen das jetzt so, aber der Fiskalpakt muss eben bis, ich glaube, 2015 in die Verträge integriert werden. Das heißt, es kommt sowieso irgendein Konvent oder ein Vertrag oder sowas auf uns zu. Und die Idee bei diesem Grundsatzantrag ist eben, dass die Piraten diesen Prozess aktiv gestalten wollen und eben gleich schon, also jetzt, wo sich langsam abzeichnet, dass das auf uns zukommen wird, schon dafür werben, dass die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger an diesem Prozess beteiligt werden. Also zum Beispiel, wie das jetzt in Island gemacht wurde, über Online-Beteiligung oder wie auch immer, also dass eben die Zivilgesellschaft in diesen Prozess eingebunden werden soll. Und es ist halt auch, also bisher bei Verträgen immer so gewesen, einerseits wurden die Kompetenzen der EU ausgeweitet, andererseits wurden aber auch die demokratischen Mitbestimmungsrechte, vor allen Dingen des Parlaments, ausgeweitet. Und es ist eben ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir versuchen, diesen Konvent, der da auf uns zukommt, so zu beeinflussen, dass dieser Trend der Demokratisierung massiv fortgesetzt wird, weil es da eben immer noch starke demokratische Defizite gibt. Dieser Schlagwort Europa der Regionen steckt da drin, in diesem Grundsatzantrag. Das heißt, dass man Kompetenzen einmal auf die kommunale Ebene verlagert und auf die europäische Ebene. Dabei soll einmal die EU die Regionen fördern und stärken. Also das heißt auch, dass die Regionen zum Beispiel neue Kompetenzen bekommen, zum Beispiel ein Klagerecht vom Europäischen Gerichtshof. Das steht so explizit nicht in dem Grundsatzantrag, aber das ist so, was hinter dieser Idee des Europa der Regionen steckt. Aber was ganz wichtig ist, das Subsidiaritätsprinzip soll gewahrt bleiben. Das heißt, der Default ist immer, dass Entscheidungen auf der niedrigsten Ebene getroffen werden. Und auf der europäischen Ebene werden dann die Sachen getroffen, wo eine gemeinsame Regelung sinnvoll ist. Also zum Beispiel aktuell wird es beim Datenschutz verhandelt. Das waren eigentlich die wichtigsten Punkte. Nee, da fehlt was. Ich nochmal zurück. Ich glaube, ich habe eine übersprungen. Nee. Ich würde dazu gerne noch zwei Fragen stellen. Ja, okay, dann stell erst mal Fragen und ich sortiere mich. Ja, kannst du noch mal die Folie zurückgehen, bitte? Ja. Also ich weiß nicht, ob ich dir die Fragen eigentlich stellen darf, weil du hast die Anträge ja nicht verfasst, aber vielleicht kannst du mir helfen. Und zwar, es gibt ja noch weitere Anträge, das finde ich auch ganz gut. Mir stellt sich ein bisschen die Frage, da wird jetzt pauschal von pro-europäische Einigung gesprochen, und es wird nicht weiter herausgearbeitet, welche Einigung da überhaupt gemeint ist. Mhm. Ob das jetzt eine Währungsunion ist, eine Wirtschaftsunion oder halt die Neuverteilung politischer Kompetenzen und legislativer Befugnisse und so weiter. Das ist ja durchaus nicht alles das Gleiche. Mhm. Und mich würde es interessieren, ob sich in anderen Anträgen da noch genauer zu geäußert wird. Und zum Zweiten, wenn wir von so einer politischen Einigung ausgehen, die ja jetzt, also zumindest in dem Antrag, ein bisschen
deutlicher zum Ausdruck kommt, dass sowas gewollt ist. Und dann, also gerade vor diesem Stichwort Europa der Regionen, aber dann auf der anderen Seite europäische Kompetenzen, stellt sich mir so ein bisschen die Frage rein definitorisch, wie der Begriff sozial gemeint ist. Was ist ein soziales Europa? Mhm. Also das wären die zwei Fragen. Ja, also die sozialen Punkte kommen im Wahlprogrammsantrag. Dieser Antrag zum Grundsatzprogramm, ich verstehe ihn so, dass es um politische Einigung geht. Es gibt da nochmal spezielle Anträge zum Wahlprogramm, sehr ausführlich der, den ich vorstellen werde, der auch auf wirtschaftliche Fragen eingeht. Komme ich noch zu, aber im Wesentlichen geht es darum, dass solche Sachen wie der ESM einem mit stärkeren demokratischen Kompetenzen ausgestatteten Europäischen Parlament direkt unterstellt werden soll. Komme ich aber noch zu. Aber also in erster Linie geht es hier um politische Einigung, also dass mehr Politikfelder auf europäischer Ebene statt der nationalen beschlossen werden sollen, aber eben nicht statt der kommunalen. Also es sollen im Prinzip Kompetenzen von der nationalen Ebene in beide Richtungen verschoben werden. Weil man eben der Meinung ist, ja, entweder es gibt triftige Gründe, weshalb es regionale Unterschiede gibt und so, und die Regionen können an der Stelle irgendwie besser auf ihre individuellen Unterschiede eingehen. Es gibt ja auch viele europäische Staaten, die dann noch mehrsprachig sind und so weiter. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann, und es triftige Gründe gibt, es gemeinsam zu regeln, dann wahrscheinlich eher auf der europäischen Ebene. Also man nimmt eben in beide Richtungen Kompetenzen von den Nationalstaaten weg und verlagert sie eben einmal auf die regionale Ebene, auf die kommunale Ebene und auf der anderen Seite auf die europäische. Das kommt noch. Ich glaube, ich greife da jetzt zu viel vor, weil also erstmal das Sozial im Grundsatzantrag heißt einfach nur, dass sich diese europäische Verfassung irgendwie einen sozialen Auftrag geben soll. Also so wie eben auch das Sozialstaatsprinzip im Grundgesetz steht, ohne dass das näher ausgeführt ist. Die nähere Ausführung kommt im Wahlprogrammantrag. Okay? Ein Bullet Point, der hier irgendwie verschwunden ist. Ich gehe nochmal auf den eigentlichen Text zurück. Weil da am Ende irgendwie noch so dieses steht, Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten, warum scrollt das in die falsche Richtung? Ja. Das ist ja ganz toll. Wie starte ich jetzt von hier? Weil hier oben das funktioniert nicht. Nein. Also normalerweise macht man hier oben Bildschirmpräsentation, aber die überschneidet sich mit den Sachen hier. Das ist ja special hier. Ja. Ah, okay. Frag mich nicht. Gut, also da steht jetzt am Ende irgendwie, die müssen transparent einfach wahrzunehmen, barriere- und kostenfrei sein, die Beteiligungsmöglichkeiten. Das hat den ganz einfachen Hintergrund, dass das im Moment nicht so ist. Wir haben im Moment, im April wurde die Europäische Bürgerinitiative eingeführt. Das heißt, wir können jetzt irgendwie anfangen, Unterschriften zu sammeln für irgendein politisches Vorhaben. Man braucht 1 Million Unterschriften aus irgendwie diversen europäischen Staaten. Das ist alles erstmal was prinzipiell machbar ist. Aber es gibt dann eben Sicherheitsanforderungen. Also zum Beispiel, dass sie nur unter bestimmten Bedingungen die Unterschriften transportiert werden dürfen. Es gibt eine offizielle Software für die Online-Sammlung von Unterschriften, die nicht barrierefrei ist. Und wenn man die nicht nutzen möchte, dann muss man seine eigene Software zertifizieren lassen, was sehr, sehr teuer ist. Also im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass nur eine große, mit sehr viel finanziellen Mitteln ausgestattete Organisation diese Bürgerbeteiligungsmaßnahmen auch wirklich einsetzen kann. Und deshalb steht das hier drin, ganz allgemein formuliert, weil wir das nicht nur bezüglich der Europäischen Bürgerinitiative fordern, sondern allgemein, dass eben Bürgerbeteiligung auch wirklich von Bürgerinnen und Bürgern eingesetzt werden können soll und nicht nur von großen Organisationen. Das war jetzt noch der letzte Punkt, der Bullet Point wurde irgendwie verschluckt.
So, das war jetzt mal die Kurzfassung von diesem Grundsatzantrag. Der nächste Antrag, den werde ich jetzt nicht im Detail vorlesen, weil der sehr lang ist und relativ viele konkrete Forderungen enthält, aber es ist auch wieder so ein modularer Antrag und da ist es auch so, dass ich manche Module sehr gut finde, manche weniger gut, und aber einfach mal über jedes so stichpunktartig sprechen möchte. Ja, es ist ein Antrag, wie gesagt, zum Bundestagswahlprogramm, würde sich allerdings also teilweise auch fürs Europawahlprogramm eignen, wobei immer die Sache ist, das Europäische Parlament hat kein Initiativrecht derzeit, das heißt, es ist ziemlich schwierig, aus dem Europaparlament irgendwelche Impulse zu geben. Also hauptsächlich kann man Gesetzesvorhaben, die von der Kommission kommen, ändern. Und sonst ist man eigentlich so auf den Goodwill der Kommission angewiesen. Insofern ist es schon sinnvoll, auch konkrete Forderungen für die Änderungen des europäischen Rahmens ins Bundestagswahlprogramm zu schreiben und nicht nur ins Europawahlprogramm, weil im Moment die Situation noch so ist, dass von dort aus eben die Impulse ausgehen, zumindest indirekt. Ist das eben Teil auch der Forderungen, die gestellt werden, dass die Rechte des Parlaments gestärkt werden gegenüber der Kommission? Also ja, dass es nicht mehr darum geht, wir schicken unsere Delegierten, Delegierten dahin, sondern wir haben zumindest einen vielleicht direkt gewählten Teil, der auch über unsere Sachen entscheidet. Ja. Also hier in diesem Antrag gibt es so einen Punkt, drei Säulen der Demokratie, wo es genau darum geht. Also das zeige ich auch gleich. Erstmal zu der Entstehung dieses Antrags. Das ist so ein bisschen unglücklich, weil große Teile davon kommen teilweise aus der AG Europa, zu großen Teilen auch von dem Europa 2.0-Antrag von Crackpille, der auch durchs Liquid Feedback gegangen ist vor einer Weile und relativ gut abgeschnitten hatte, auch mit 76%. Der Antragsteller René Heinig hat sich diese Anträge genommen, noch ein paar andere erfolgreiche Liquid Feedback-Initiativen dazu gemacht und daraus eben diesen Gesamtantrag fürs Wahlprogramm gemacht, wo viele sehr gute Punkte drin sind, aber es war mit keinem der Antragsteller oder keinem der Autoren der ursprünglichen Anträge abgesprochen. Und deshalb gab es da jetzt so ein bisschen interne Querelen, aber man hat sich jetzt mehr oder weniger auf die Position geeinigt, naja gut, es ist ein modularer Antrag, Hauptsache, diese Themen werden überhaupt behandelt. Viele in der AG Europa sind mit Details dieses Antrags auch nicht zufrieden. Aber ja, wir haben halt nicht besonders viel Zeit und müssen gucken, ob es nicht teilweise besser ist, eben Teile oder auch den ganzen Antrag anzunehmen, als eben das Ganze auf die lange Bank zu schieben. Und viele Teile dieses Antrags sind eben auch wortgleich mit Sachen, die von der AG Europa so gemacht wurden. Insofern ist es jetzt auch nicht total schlimm. Und man sieht, also alle Initiativen aus Liquid Feedback, die da eingeflossen sind, hatten zwischen 64% und 92%. Und also der einzige, der an der Zweidrittelhürde gescheitert ist im Liquid Feedback, war einer, wo es um die Aufnahme der Türkei in die EU geht. Wobei der auch nicht so explizit in diesem Antrag drin steht, sondern da steht nur drin irgendwie, dass die geografische Lage oder irgendwie andere Religion oder so kein grundsätzliches Ausschlusskriterium sein soll. Darüber kann man ja durchaus reden. Auch ist das jetzt so. Die Fläche des Kasachstan, die in Europa liegt, ist größer als Frankreich und Italien zusammen. Da fehlt einiges. Patsch. Also 5% ist riesig. Da sind Slides durchgestrichen bei dir, die eigentlich drin sind, aber da ist ein durchgestrichen Zeichen und deshalb werden die nicht angezeigt. Wenn du die PDFs da hast, dann nehme ich einfach die. Aha. Also ich habe. Warte, ganz kurz. Ja, ich habe ja das PDF, dann nehmen wir einfach das. Das ist sowieso meistens. Jetzt habe ich den Link hier nicht drauf. Ich kann ja schon mal von der Präambel erzählen, weil auf dem Slide steht sowieso dann nur Präambel drauf. Insofern ist das auch jetzt nicht so dramatisch. Also dieser Antrag zum Wahlprogramm hat eine Präambel. Finde ich so mäßig sinnvoll. Also ich finde, das muss man nicht unbedingt machen. Zumal der zu großen Teilen auch eigentlich das wiederholt, was in dem Antrag zum Grundsatzprogramm drin steht. Also da steht wieder so ein Statement pro Europa drin. Das können wir als Präambel der Europawahlprogramm nehmen. Ja, also dann steht halt irgendwie drin, dass keine weiteren Kompetenzen
von den Nationalstaaten auf die EU übertragen werden sollen? Da, wunderbar, steht Präambel drauf. Da steht drin, dass keine weiteren Kompetenzen von den Nationalstaaten auf die EU übertragen werden sollen, solange nicht die demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten ausgebaut werden. Das finde ich auch so ein bisschen, ja, also natürlich ist die demokratische Mitbestimmung unser Ziel, aber je nachdem, was für eine Verlagerung von Kompetenzen das ist, ist es vielleicht in dieser Absolutheit nicht so sinnvoll. Ja, was ganz gut ist, da wird noch mal kurz auf die Krise eingegangen, das wäre vielleicht auch so ein Pro-Argument wiederum. Sorry, könnt ihr euch vielleicht draußen unterhalten, weil ich finde das sehr irritierend. Danke. Dass das Problem bei der Krise eben nicht, wie viele sagen, dass es zu viel Demokratie in der EU gibt, sondern eigentlich, dass halt zu wenig Teilhabe besteht und dass die politische Entwicklung der europäischen Institutionen an der Stelle halt nicht mit der wirtschaftlichen mithalten konnte, kann man so sagen. Dann steht da eben drin, dass sich Europa neu erfinden muss, mit Beteiligung der Menschen, die in Europa leben und eben sie in die Weiterentwicklung der EU aktiv einbezogen werden müssen. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das nicht von dem Grundsatzprogrammantrag abgedeckt ist? Nein. Ach Mann. Du bist ein PDF. Ah ja, warte, so geht es. Gut. Wischen mit zwei Fingern zur Seite. Wow. Ja. Super, das ist so intuitiv. Toll. Einmal verstanden hat, dann geht es. Ja, echt, also das flutscht. Genau. Dann kommt halt das zweite Kapitel. Das ist was, in dem Grundsatzprogrammantrag steht da eben ein Satz zu, irgendwie es soll einen Verfassungskonvent geben. Hier wird das halt ein bisschen ausgeführt. Da steht einmal drin, dass die Verhandlungen dazu transparent sein müssen, es eine Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an dem Konvent geben soll und dass zum Abschluss dieser Verfassungsverhandlungen es durch ein gemeinsames Referendum verabschiedet werden soll. Insofern, eigentlich finde ich von der Struktur her so, wie es sein sollte, die Vision oder das Ziel im Grundsatzprogramm und dann die konkreten Forderungen im Wahlprogramm finde ich soweit für ganz vernünftig. Das nächste Kapitel ist Europa als Informationsgesellschaft. Da ist der erste Punkt, das ist auch was, was in diesem Europa 2.0 Antrag von Crackpille relativ großen Anklang gefunden hat, ist die Idee, wenn wir jetzt schon mal eine neue Verfassung machen mit Bürgerbeteiligung und so weiter, dann ist das ein sehr guter Zeitpunkt, um den Grundrechtekatalog auf das digitale Zeitalter anzupassen. Also wir haben zum Beispiel im deutschen Grundgesetz solche Artefakte wie es gibt ein Briefgeheimnis, aber kein E-Mail-Geheimnis. Das wird jetzt natürlich so fortgeführt, weil meistens die Parteien nicht dazu neigen, unbedingt Grundrechte auszuweiten. Aber eigentlich ist es ja inhaltlich nicht sinnvoll, dass ein Brief dem Briefgeheimnis unterliegt und eine E-Mail nicht, weil beides ist eine private Kommunikation. Und eigentlich das, was geschützt werden soll, ist ja die Kommunikation und nicht der Brief als totes Holz oder so. Also das ist eben die grundsätzliche Idee, okay, wir machen diese Verfassung und schreiben darin, Grundrechte für das Informationszeitalter fest. Die werden in einem weiteren Kapitel nochmal aufgeführt. Ich weiß nicht, warum das so aufgesplittet ist. Das finde ich eigentlich ein bisschen unglücklich, weil danach in diesem Kapitel Europa als Informationsgesellschaft Sachen kommen, die eigentlich nichts mit Informationsgesellschaft zu tun haben. Da steht dann, dass eben dieses demokratisch verfasste Europa kein Zentralstaat werden soll, sondern eben die Vielfalt der Völker achten und eben das Subsidiaritätsprinzip wahren, finde ich richtig, die Forderung, hat aber nichts mit Informationsgesellschaft zu tun, ist jetzt aber halt so eingereicht. Dann steht da eben noch drin, dass es eine abschließende Definition der europäischen Kompetenzen geben soll und dass eben dann auch solche Dinge wie der ESM, die jetzt eigentlich außerhalb dieses institutionellen Rahmens gemacht wurden, mit einer gemeinsamen Fiskal- und Wirtschaftspolitik direkt dem Europäischen Parlament unterstellt werden sollen. Also, dass eben
ja, grundsätzlich gesagt wird, okay, also alles, was nicht explizit europäische Kompetenz ist, ist auch nicht europäische Kompetenz, und alles, was europäische Kompetenz ist, wird dem Parlament als Legislativorgan zur Kontrolle und zur Gesetzgebung unterstellt. Hat auch nichts mit Informationsgesellschaft zu tun, ist aber eigentlich eine gute Sache. Weiß ich nicht so richtig, wie man da bei diesem Modul abstimmen soll, weil es ist eigentlich alles vernünftig, aber naja, der Titel ist nicht so toll. Dann kommt das mit der Demokratisierung der europäischen Institutionen, was, finde ich, eigentlich so einer der wichtigsten Punkte in diesem Antrag ist. Das nennt sich hier drei Säulen der Demokratie in Europa. Die erste ist, Säule ist die Legitimation der Exekutive. Da geht es darum, also Exekutive im europäischen Rahmen ist am ehesten die Kommission. Im Moment ist es so, die Europäische Kommission wird, also der Kommissionspräsident oder die Kommissionspräsidentin, wird zwar vom Europäischen Parlament gewählt, aber das Parlament hat kein Vorschlagsrecht. Das heißt, also der Vorschlag kommt immer noch vom Rat, also von den Regierungschefs der Länder. Das heißt, eigentlich hat das Parlament keine direkte Kontrolle über diese Exekutive. Also natürlich muss der Rat sich ein bisschen nach den Mehrheitsverhältnissen im Parlament richten, wenn sie ihren Kandidaten aussuchen. Aber eigentlich wäre es ja demokratischer und würde auch die Europawahlen aufwerten, wenn die europäischen Parteien auch direkt mit ihren eigenen Kandidaturen für das Amt der Kommissionspräsidentschaft antreten könnten und dann eben selbst den Vorschlag machen und diese Person dann auch wählen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre eben, dass der Kommissionspräsident von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählt wird. Das wird in dem Antrag offen gelassen, also eins von beidem soll geschehen. Ich halte das erste für sinnvoller, weil dann eben diese direkte Kontrolle durch die Legislative besteht und nicht die Exekutive wieder aufgewertet wird, dadurch, dass da eine Person mit dieser starken Macht ist. Aber ja, dadurch, dass eben beide Optionen bestehen, ist es bestimmt eine Verbesserung des Status quo. Also das ist diese erste Säule, Legitimation der Exekutive. Die zweite ist die Stärkung des Parlaments. Also das war das, worauf wir gerade schon wo wir darüber gesprochen haben. Das eine ist eben ja eigentlich total absurd, dass das Europäische Parlament kein Initiativrecht hat. Also das Parlament soll ja der Gesetzgeber sein, aber es kann nicht wirklich Gesetze geben, wenn es nicht den Anstoß für eine neue Gesetzesinitiative geben kann. Insofern die Idee ganz klar, also anstatt dass nur die Kommission Gesetzgebungsprozesse in Gang bringen soll, kann das dann eben auch das Parlament. Der zweite Punkt ist, dass das Parlament erstmal grundsätzlich alleinige Gesetzgebungskompetenz haben soll. Im Moment hat es gemeinsame Gesetzgebungskompetenz mit dem Rat, also mit den Regierungschefs der Länder. Und dieser Antrag sieht vor, dass eben dieser Rat die Form einer zweiten Kammer bekommt, so wie auch der Bundesrat, wo eben die Regierungen der Bundesländer sitzen, und der dann aber auch nur an der Gesetzgebung beteiligt wird bei Gesetzgebungsverfahren oder Gesetzen, die direkt die Länder betreffen. Also das hat man ja in Deutschland so ähnlich mit den Zustimmungsgesetzen und wo der Bundesrat nur angehört werden muss. Das wäre also eine Aufwertung der Legislative, weil im Moment ist es eigentlich so, dass die Exekutiven der Länder die Legislative auf europäischer Ebene stellen. Und das ist natürlich ein Problem, dass da die Gewaltenteilung nicht besonders gut durchgehalten wird. Und deshalb eben diese Änderung, dass die Exekutive, also der Ministerrat, nur noch an Entscheidungen beteiligt werden soll, die auch direkt die Länder betreffen. Also das wäre ein ähnliches Modell wie die parlamentarische Demokratie in Deutschland mit dem Bundesrat. Also diese Stärkung des Parlaments, diese zwei Forderungen, ist eben diese zweite Säule. Und die dritte Säule ist die Schaffung einer virtuellen Bürgerkammer. Dahinter steckt, also es soll ein angeschlossen an das Parlament, wahrscheinlich in Form einer Software oder so, eine virtuelle Bürgerkammer sein, die erstmal offen ist für alle Bürgerinnen und Bürger und die so funktioniert wie in der Schweiz das Referendumsrecht. Das heißt, aus dieser virtuellen Bürgerkammer können Gesetzesinitiativen in erster Linie gestartet werden. Also es wäre anders als die Europäische Bürgerinitiative, die im Moment besteht. Da ist es nämlich so, dass, wenn die erfolgreich ist, die Kommission die nur anhören muss. Aber es wird nicht automatisch zu einer Gesetzesinitiative. Das wäre halt mit dieser Europäischen Bürgerkammer der Fall.
ja, das ist, denke ich, so ein mit eines der wichtigsten Kapitel in diesem Punkt, eben die Demokratisierung der europäischen Institutionen. Ja, dann gibt es einen Punkt Grundrechte und Rechtsstaat. Der sieht vor, dass es über dem Europäischen Gerichtshof noch einen Europäischen Verfassungsgerichtshof geben soll. Und an diesen sollen sich individuelle Personen wenden können, so wie mit einer Verfassungsbeschwerde vom Bundesverfassungsgericht im Fall einer Menschenrechtsverletzung. Also im Moment gibt es zwar, also seit dem Vertrag von Lissabon ist die Grundrechtecharta zwar direkt bindendes Recht, aber ich kann nicht einfach zum Europäischen Gerichtshof gehen und eine Verfassungsklage oder halt eine Klage aufgrund einer Grundrechtsverletzung machen, sondern ich muss darauf hoffen, wenn ich mich in Deutschland durch die Institutionen geklagt habe, dass das Bundesverfassungsgericht diese Klage an den Europäischen Gerichtshof verweist. Diese Änderung würde eben vorsehen, wenn ich mit einer Verfassungsbeschwerde oder so vom Bundesverfassungsgericht gescheitert bin, dass ich dann trotzdem vor den Europäischen Gerichtshof ziehen kann, auch wenn das Bundesverfassungsgericht die Klage nicht direkt überwiesen hat. Die Idee mit der Europäischen Verfassungsbeschwerde finde ich sehr gut. Wozu dieser extra Europäische Verfassungsgerichtshof dienen soll, wenn man schon den Europäischen Gerichtshof hat, ist mir nicht klar, weil der Europäische Gerichtshof ja im Moment auch die grundrechtsrelevante Klagen, wenn sie an ihn verwiesen wurden, behandelt. Und ich finde, das kann er eigentlich auch weitermachen. Also von daher bin ich bei dem Punkt so ein bisschen ambivalent. Also ich glaube, die Stoßrichtung ist an sich nicht falsch, aber eigentlich diesen extra Gerichtshof erschließt sich mir nicht. Jetzt geht es weiter. Hier darf ich nur mit einem wischen und hier mit zwei. Ist total Sinn. Ja, gut. Ganz einfach. Genau. Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du gefragt hattest. Also was bedeutet denn sozial für die EU? Dieser Antrag, der wie gesagt nicht von der AG Europa so ist, aber halt auf viele Sachen fußt, die von Personen in der AG Europa auch geschrieben wurden und so weiter, der sagt, also in diesem Wahlprogramm jetzt als konkrete Ausformung der sozialen Frage, dass die sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe Grundlage einer gemeinsamen Fiskal- und Wirtschaftspolitik sein soll. Das ist immer noch relativ allgemein, aber das heißt nicht irgendwie, die Wirtschaftspolitik oder die Fiskalpolitik soll der EU entzogen werden oder so, sondern sie soll eben dem Sozialstaatsprinzip verpflichtet werden. Und dann wird es relativ konkret. Also wenn sich dieser neue demokratische Staat den geformt hat, soll es einen Altschuldentilgungsfonds geben. Das heißt, also die Argumentation, das ist auch in dem Antrag, finde ich, relativ gut begründet, also dass man halt sagt, dass die Schuldenkrise vieler europäischer Staaten eben nicht aufgrund eigener Misswirtschaft entstanden ist, sondern aus der Bankenkrise. Und dass es da manche europäische Staaten getroffen hat und andere nicht, hat zwar teilweise mit fiskalpolitischen Maßnahmen in diesen Ländern zu tun, aber letzten Endes haben eben manche europäische Staaten, die jetzt sehr gut dastehen, insbesondere Deutschland, auch direkt von der Schuldenkrise in anderen Staaten finanziell profitiert. Also in Deutschland, dadurch, dass die Lohnstückkosten so niedrig gehalten wurden, war es effektiv so, dass wir jetzt Exportweltmeister sind. Das heißt, wir haben unsere eigenen Arbeitskräfte vergleichsweise schlecht bezahlt, dafür sehr viel produziert und zu sehr günstigen Kosten zum Beispiel nach Griechenland oder Spanien exportieren können, die dort im Prinzip von uns runterkonkurriert wurden und jetzt mit dieser Schuldenkrise dastehen, weil ihre eigene Wirtschaft nicht mehr funktioniert. Deshalb ist jetzt halt also die Idee, um den Frieden in Europa zu wahren und auch irgendwie wieder eine gewisse Gerechtigkeit herzustellen, dass man eben sagt, okay, wenn wir diese gemeinsame europäische Verfassung machen, dann soll es auch diesen Altschuldentilgungsfonds geben, also es soll Gemeinschaftsanleihen dieser neu verfassten EU geben und deshalb also einen einmaligen Schuldenschnitt für die Staaten, die jetzt mit eben diesem großen Schuldenberg dastehen und man dann eben mehr oder weniger einen Neuanfang wagt. Das ist natürlich ein Punkt, der auch viel mit den wirtschaftspolitischen Anträgen irgendwie wechselwirken wird und wie gesagt, also es gibt auch Leute, die das völlig anders sehen, aber es ist halt modular, man kann es auch einzeln abstimmen, ich persönlich finde es sehr vernünftig.
Ja, dann kommt das Kapitel grundrechtliche Garantien in der Informationsgesellschaft. Das ist eigentlich das, was ich mir vorher gewünscht hätte, wo es eben darum ging, was soll denn jetzt an konkreten Grundrechten in diese neue Verfassung, also an Informationsgrundrechten, die sind jetzt hier halt konkret aufgezählt. Das eine ist freier Zugang zu Bildung. Kann man sagen, rein technisch gesehen auf dem Papier gibt es das schon. Aber dann wird es interessant. Also dann kommt die Freiheit der Kommunikation. Also das ist eben dieser Punkt, es gibt nicht mehr nur sowas wie Post- und Fernmeldegeheimnis, sondern es gibt ein Kommunikationsgeheimnis und auf der anderen Seite gibt es eine Freiheit der Kommunikation, die eben nicht nur die Redefreiheit ist und die Pressefreiheit, sondern Redefreiheit und eine Publikationsfreiheit. Also alle Leute, die irgendwas publizieren, unterstehen dieser Freiheit. Es gibt eine Informationsfreiheit, also Zugänglichkeit von Informationen und ganz wichtig auch für das Internetzeitalter, es gibt einen Schutz von Informationsmittlern vor Haftung. Also das heißt, ein Internetprovider kann nicht für die Inhalte, die er transportiert, in Haftung genommen werden und kann auch nicht gezwungen werden, diese Inhalte irgendwie zu filtern oder sonst irgendwas damit zu machen, außer sie eben einfach im Sinne seines Geschäftsmodells weiterzuleiten. Und dazu gehört auch, also damit diese Kommunikationsfreiheit überhaupt ausgelebt werden kann, eine staatliche Garantie oder in dem Fall eine europäische Garantie der Netzneutralität. Das ist dieser Punkt Freiheit der Kommunikation, was da alles drinsteckt an Grundrechten, die in diese Verfassung rein sollen. Dann gibt es den Schutz des Vertrauens in informationstechnische Systeme. Diese Sicherheit und Integrität informationstechnischer Systeme ist was in Deutschland durch das Richterrecht geprägt wurde. Also das Bundesverfassungsgericht hat irgendwann festgestellt, dass es dieses Grundrecht gibt, aber es steht eben nicht explizit im Grundgesetz. Es soll explizit in die europäische Verfassung aufgenommen werden sollen und dazu gehört eben die Vertraulichkeit und Integrität, also einmal das Geheimnis der Kommunikation und auch der Schutz vor Manipulation dieser Informationen, einmal durch den Staat und eben auch durch Dritte. Dann soll es einen Grundrechtpunkt geben zu Immaterialgütern und Allgemeinheit, der einmal festschreiben soll, dass es keine Eigentumsgarantie, also keine grundrechtliche Eigentumsgarantie für geistiges Eigentum, also für Immaterialgüter geben soll. Das ist im Moment in der EU-Grundrechtecharta anders. Da gehört das geistige Eigentum, soweit ich weiß, zu den Grundrechten. Und weil die Piraten aber nicht der Meinung sind, dass Immaterialgüter Eigentum darstellen, weil es eben keine knappe Ressource ist, sollte es auch kein Grundrecht sein, das dem materiellen Eigentum gleichgestellt ist. Außerdem sollen eben Monopolrechte auf Immaterialgüter nur erteilt werden können sollen, wenn es dem Allgemeinwohl dient, also zum Beispiel der Förderung der Kultur oder so, oder der Innovation. Aber natürlich, wenn das Ziel der Einräumung eines Monopols ist, dass überhaupt was produziert wird, dann macht es überhaupt keinen Sinn, diese Rechte im Nachhinein zu verlängern, weil die eigentliche Tätigkeit ist ja schon geschehen und man regt jetzt niemanden zu mehr Produktion oder zu mehr Kultur oder was auch immer an, indem man im Nachhinein sagt, wir erhöhen jetzt die Schutzfristen von 70 auf 90 Jahre. Deshalb soll eben auch festgeschrieben werden, dass im Nachhinein weder zeitlich noch inhaltlich diese Monopolrechte ausgedehnt werden dürfen. Und der letzte Punkt eben in diesem Grundrechtskatalog ist die Transparenz staatlichen Handelns. Da steht drin, dass transparent einfach der Normalzustand sein soll. Also wenn Behörden nicht transparent handeln, muss das explizit begründet sein, eben mit einem höher wiegenden Interesse. Und dass eben auch kein besonderer Antrag oder keine extra Kosten anfallen sollen, wenn man auf diese Informationen zugreifen möchte. So, dann kommt der etwas kontroverse Punkt Aufnahmekriterien. Da steht eben drin, also die Voraussetzung dafür, dass neue Staaten in die EU beitreten sollen, sollen die Kopenhagener Kriterien sein. Punkt. Das heißt, man erkennt an, dass diese Beitrittsperspektive für Länder in der Nähe der EU ein ganz wichtiger Anreiz ist, um
Demokratie und Menschenrechte in ihrem eigenen Staat auszubauen und dass man diese Entwicklung eigentlich konterkariert, wenn man jetzt sagt, dieser Staat darf nicht beitreten, weil er zu 90% nicht im geografischen Europa liegt, oder dieser Staat darf nicht beitreten, weil seine Staatsreligion oder seine vorherrschende Religion nicht das Christentum ist oder so, sondern man sagt, eigentlich ist Europa ein Friedensprojekt und eigentlich geht es darum, Staaten aufzunehmen, die eben demokratischen und grundrechtlichen Mindeststandards entsprechen, und alles andere ist für die Zugehörigkeit zur EU nicht wichtig. Und ja, in diesem Antrag steht sogar drin, also wenn dann halt irgendwann die EU total über Europa hinaus wächst, dann ist das logische, die logische Konsequenz nicht, dass man sagt, nein, das geht nicht, weil es ist nicht mehr Europa, sondern dass man dem Gebilde dann halt einen anderen Namen gibt, weil es eben eigentlich bei der EU nicht darum gehen soll, explizit Europa zu einen, sondern eben Frieden und Stabilität und Demokratie in ihrem eigenen Raum zu gewährleisten, und dass das erstmal mit der geografischen Lage von Europa nicht so viel zu tun hat. Ja, sicherlich auch einer der kontroverseren Punkte in dem Antrag. Und dann kommt ein noch kontroverserer. Nee, der ist eigentlich total von Piraten, glaube ich, total, wird sofort zugestimmt. War auch eine Liquid-Feedback-Initiative von Stefan Urbach damals, innereuropäischer Handel. Da geht es einfach darum, dass wirtschaftliche Güter, die in einem Land angeboten werden sollen, dass es gibt, also die in einem Land angeboten werden, dass es keine künstlichen Hürden geben soll, dass sie nicht in anderen Ländern angeboten werden. Also zum Beispiel Data-Roaming, Pay-TV, irgendwie Kinofilm-Starts an verschiedenen Terminen in verschiedenen Ländern, oder dass ich irgendwie im Apple Store mir nur deutsche Filme oder nur Sachen mit deutscher Tonspur kaufen kann, obwohl ich die gar nicht gucken will und so. Also dass eben diese künstlichen Barrieren, also dass es gefördert wird von der EU, dass diese Handelsbarrieren abgebaut werden, dass Händlerinnen und Händler unterstützt werden sollen, Dienstleistungen und Waren europaweit anzubieten. Und begründet wird es auch damit, dass es halt im Vorfeld immer ganz viele wirtschaftliche Bedenken dagegen gibt. Aber wenn man sich jetzt den Schengen-Raum und die Reisefreiheit anguckt, dann sagt auch niemand Vernünftiges im Nachhinein, dass das eine total dumme Idee war. Also es ist eigentlich, da muss man irgendwie über seinen Schatten springen und alle werden davon profitieren. Also ist, finde ich, ein No-Brainer irgendwie. Und dann kommt wieder so ein kontroverser Punkt. Da ist auch die AG Europa, steht nicht dahinter, oder zumindest nicht hinter dem ganzen Punkt. Da drin steht, dass die nationalen Streitkräfte zu einer europäischen Verteidigungsarmee zusammengeschlossen werden sollen. Diese Armee soll dann direkt der Kontrolle des Europaparlaments unterstellt werden mit seinen demokratisch ausgebauten Rechten. Es soll die Option bestehen, dass außereuropäische Staaten in diese Verteidigungsarmee eingebunden werden können, um die Stabilität zu fördern. Diese Armee soll allerdings keine große Streitmacht werden, sondern das Ziel ist insgesamt, die Zahl der Soldatinnen und Soldaten in Europa zu verringern und langfristig die Streitkräfte sogar abzubauen und durch eine EU-weite Organisation von Friedensfachkräften zu ersetzen. Und eben anstelle von militärischen Einsätzen sollen eben gewaltfördernde Strukturen vor Ort mit zivilen Mitteln abgebaut werden. Gewaltfördernde Strukturen? Gewaltfördernde Strukturen sollen abgebaut werden. Ja, ja, also. Ja. Also bei dem Punkt muss ich ganz ehrlich sagen, also ich fände es problematisch, diesen Punkt in einem Antrag zur Europapolitik zu verstecken, weil die Piraten diskutieren seit Jahren über irgendwie Militäreinsätze, sollen die überhaupt stattfinden, Afghanistan und so weiter, und ich glaube, dass wir bei dieser Debatte noch nicht so weit sind, dass wir das jetzt einfach als Modul eines Europaantrags so beschließen können, dass wir die Armee abschaffen wollen. Ich glaube,
dass man das vielleicht wirklich eher erstmal grundsätzlich diskutieren sollte und dann auch im Grundsatzprogramm erstmal überhaupt eine Richtung, in welche Richtung es denn gehen soll für die Piraten festlegt, bevor man im Wahlprogramm schreibt, wir wollen irgendwie langfristig die Streitkräfte durch Friedensfachkräfte ersetzen. Ist, finde ich, einfach der falsche Ort dafür. Wird dieser Antrag modular gestellt oder nur als Block? Sehr gut. Der wird modular gestellt, ja. Sonst würde ich ihn nicht vorstellen. War da noch eine Frage? Nee, okay, also das war es im Wesentlichen. Ich habe euch hier mal so eine unverbindliche Empfehlung, wie ich denn sage. Aber eindeutig. Also muss man natürlich dazu sagen, ich habe jetzt bei dem, den ich gerade vorgestellt habe, dem PA63, irgendwie so ein grünes Häkchen daneben gesetzt. Das heißt, dass ich bin der Meinung, es ist sinnvoll, dass wir den behandeln und dass wir viele Punkte davon auch verabschieden, weil da sind viele sehr gute Ideen drin. Aber konkret die Präambel und die gemeinsame Verteidigungs- und Friedenspolitik würde ich persönlich jetzt nicht zustimmen. Ich will noch mal ganz kurz sagen, was in den anderen Anträgen drinsteht, die ich jetzt nicht im Detail vorstellen kann, einfach damit ihr wisst, was überhaupt zur Auswahl steht. Da gibt es eben einmal den PA 134, der ist auch von der AG Europa. Da geht es nochmal ganz konkret, also Wahlprogramm aufbauend auf das Grundsatzprogramm, um die Europäische Bürgerinitiative. Also, dass die aufgewertet werden soll, dass die Möglichkeiten, Online-Unterschriften zu sammeln, erleichtert werden soll und dass vor allen Dingen, wenn man denn so eine Bürgerinitiative erfolgreich durchgeführt hat, die auch tatsächlich zu einer Gesetzesinitiative führen soll und nicht nur zu einer Anhörung durch die Kommission, die eigentlich komplett unverbindlich ist, weil wenn das Ziel ist, dann können wir genauso gut auch eine Petition starten. Also dass eben dieser Papiertiger mit ein bisschen Leben gefüllt wird. Der PA 136 hat nochmal eine gewisse, ja, Konkretisierung des Europäischen Verfassungskonvents. Der ist relativ redundant mit dem PA 63, aber hat nochmal ein paar konkretere Forderungen. Kann man aber durchaus auch beides verabschieden und dann eben, also es gibt nichts da drin, was dem PA 63 widerspricht. Dann gibt es diese drei Anträge Demokratie in der EU stärken. Das ist gegliedert Legislative, Exekutive, Judikative und die finde ich sehr problematisch. Also das ist auch irgendwie unabhängig von der AG Europa erarbeitet worden. Und ja, da sind viele, viele Ideen reingeworfen, nicht so richtig erklärt. Und die haben teilweise ungewollte Konsequenzen, die, glaube ich, sich die Antragsteller nicht so richtig bedacht haben. Also da wird im Prinzip eine komplette Änderung des Wahlrechts zum Europaparlament vorgeschlagen. Und zwar soll die sogenannte degressive Proportionalität abgeschafft werden. Schön. Also im Moment ist es ja so, dass zwar große Länder im Europaparlament mehr Sitze haben als kleine Länder, aber kleine Länder haben mehr Sitze pro Einwohner als große Länder. Klingt erstmal total vernünftig, dass man eben sagt, die Stimme von allen Bürgerinnen und Bürgern soll gleich viel wert sein. Das Problem ist, dieser Antrag fordert nicht, dass es auch dass es irgendwie paneuropäische Wahlen geben sollte oder so, wo man für die europäischen Staaten stimmt, sondern er sagt, okay, es gibt weiter diese nationalen Wahlen, ich wähle meine nationalen Parteien, aber alle Stimmen sollen gleich viel wert sein. Das würde in der Praxis dazu führen, dass Deutschland mehrere hundert Abgeordnete hat, damit Luxemburg oder Malta überhaupt nur einen bekommt. Und man kann sich auch überlegen, wenn man Verhältniswahlrecht hat in Luxemburg oder so, wo nur eine Person gewählt wird, dann ist das immer ein Christdemokrat oder ein Sozialdemokrat. Und letzten Endes wäre so eine Wahl proportionaler, was die Nationen angeht, aber sie wäre weniger proportional, was die politischen Richtungen angeht. Und ich finde, das ist eigentlich ein Schritt in die falsche Richtung, weil wir als Piraten eigentlich von diesem nationalstaatlichen Denken wegkommen sollen. Und uns ist es, glaube ich, wichtiger, dass irgendwie vielleicht kleinere, freiheitlicher und progressiver denkende Parteien ins Europaparlament kommen, als dass die alle aus Deutschland sind. Und außerdem es ist ohnehin schon so, also es ist nicht so, dass eine Partei oder ein Land mit 4 Abgeordneten im Europaparlament ein Zehntel der Macht hat von einem Land mit 40 Abgeordneten, sondern mit einer großen Fraktion hat man nochmal ein Übergewicht dadurch, dass man eben gut vernetzt ist untereinander, die gleiche Sprache spricht,
Und effektiv ist es im Europaparlament jetzt schon so, dass die deutschen Abgeordneten bei sehr vielen Themen den Ton angeben. Einfach dadurch, dass sie eine große Sprachgemeinschaft und eine große Fraktion sind. Also eine große Gruppe. Insofern würde das dieses Übergewicht der großen Staaten nur noch verstärken. Und ich finde, das ist eine doofe Idee. Klingt erstmal gut, sollte man so nicht machen. Genauso irgendwie dieser zweite Antrag bei dem Thema, der will irgendwie den Kommissionspräsidenten durch eine zweite Kammer wählen lassen. Da finde ich die Idee, das direkt durch das Europäische Parlament machen zu lassen, besser. Der 191 zur Judikative ist nicht so schlimm, aber da ist, finde ich, eben, also ist es in dem Europaparlaments Europapolitikantrag besser geregelt. Und letztendlich der ganz unten Einigung Europas durch EU-Wirtschaftsregierung und EU-Euro-Erweiterung voranbringen. Den habe ich nicht verstanden. Der ist wirr. Kann ich dementsprechend auch nicht empfehlen. Genauso der zweite Antrag zum Grundsatzprogramm. Also man kann sich natürlich über die Frage diskutieren, ob Europa irgendwie sich zu einer Föderation entwickeln soll oder nicht. Aber dann hätte ich halt gerne einen Antrag, der irgendwie auch verständlich ist. Und das ist bei dem, finde ich, nicht der Fall. Ja, das war's. Ich habe jetzt euch irgendwie erzählt, was ich von den Anträgen halte. Ja, dann haben wir noch eine halbe Stunde Zeit, um mal zu diskutieren, was ihr davon haltet. Ja, Dankeschön. Ja, Thorsten, fangen wir an. Ich fand das jetzt ein bisschen, ich weiß nicht mehr, welche Nummer das war, der vorletzte, bleib mal da. Da wurde jetzt gesagt, dass man Vorschläge macht für die Verfassung, ja, aber es ging ganz am Anfang ja darum, dass man die Einberufung eines Verfassungskonventes anstrebt. Ist das nicht ein bisschen widersprüchlich, wenn ich erst sage, wir wollen gerne einen Konvent haben, wo wir... wäre jetzt meine Überlegung, offen über eine Verfassungsdebatte, aber dann danach schlagen wir oder machen wir jetzt praktisch in unserem europapolitischen Programm schon ganz konkrete verfassungstechnische Vorschläge. Das ist eigentlich, also in meiner Auffassung, ich finde die Vorschläge gut. Ich finde wirklich, ich habe jetzt einige gehört, insbesondere zum geistigen Eigentum, das fand ich großartig. Aber ich finde das ein bisschen widersprüchlich. Also das ist auch eine Diskussion, die wir im LV Hessen im Moment haben, also bei diesem, ja, wie ist das Gleichgewicht zwischen Bürgerbeteiligung auf der einen Seite und konkreten Forderungen auf der anderen Seite, weil wenn man sagt, die Bürger sollen entscheiden, wie viel Vorschläge soll man dann machen? Also ich und auch anscheinend die Verfasser des Antrags sehe das so, dass wenn man sagt, okay, wir machen einen Konvent und wir machen ganz viel Bürgerbeteiligung, dass das ja nicht heißt, dass die Parteien plötzlich nicht mehr an der politischen Willensbildung teilnehmen. Also ich finde es sinnvoll, dass die Parteien und wir alle, die wir ja auch irgendwie Menschen sind, die in Europa leben, uns an diesem Meinungsbildungsprozess von Anfang an beteiligen. Und dass wir konkrete Vorschläge machen, heißt ja nicht, dass diese Vorschläge am Ende auch genommen werden müssen oder genau in dieser Form in eine europäische Verfassung übertragen werden sollen. Also natürlich ist es unsere Position. Also okay, wir sagen, wir wollen, dass die Bürger das entscheiden. Wir wollen aber, dass es konkret so ausgestaltet wird. Und ich finde, das ist kein Widerspruch, weil der, also auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ja die politischen Ideen nicht völlig aus dem luftleeren Raum entstehen, sondern die entstehen in der Auseinandersetzung mit Vorschlägen, in der Entwicklung von Vorschlägen und in der Diskussion darüber. Und deshalb finde ich es halt sehr sinnvoll, wenn wir als Piraten auch sagen, also das ist unsere Vision von Europa und mit der gehen wir in diese Verhandlungen rein. Kann ich das kurz, ganz kurz noch drauf antworten? Ja, das ist schon richtig, das ist mir auch klar, aber dann wäre es halt eben gut, dass die Verfasser von dieser europapolitischen Pamphlet das vielleicht auch so ein bisschen herausstellen, weil jetzt war in der Art und Weise, wie du es jetzt vorgetragen hast, ich kenne den Text jetzt nicht auswendig, klang das so, als wäre das ein Konglomerat. Nee, also das... Jetzt wollen wir das Verfassungskonvent und darin soll stehen, blablabla, also das hört sich für mich einfach... Aber gut, ich meine, ich denke, die Leute sind nicht dumm, aber also, grundsätzlich für die ja. Also diese Grundrechtsgarantien sind nicht schon als Paragraphen ausformuliert. Es sind wirklich so Ideen, also in diese Richtung sollte es gehen und so.
Also das ja. Ich kann es, ich weiß nicht, wie kompliziert es ist, jetzt im Wiki auf diesen Antrag zu gehen, aber ach, lassen wir es, glaube ich. Okay. Du hattest eine Frage? Oder? So, die Aufnahmekriterium. Ich bin auch dafür, dass man mit dem Türkei verhandeln soll. Die Türkei soll auch die Menschenrechtsverletzungen verbessern. Und die Syrien-Frage, Kurdenfrage, sollte auch das gelöst werden. Dann die Türkei soll auch die Anerkennung des Armenien-Massaker, Völkermassaker anerkennen. Und die Aleviten-Fragen. Dann muss man auch Türkei die Forderung stellen, damit man die Türkei nicht ausgrenzt. Es gibt viele, 2-3 Millionen Türken, Kurden und andere Minderheiten in Europa leben. Das ist auch ein Potenzial, die auch Wählerpotenzial. Das könnte auch das, wenn man Türkei ausgrenzt. Solche Stimmen kann man auch in anderen Parteien erlassen. Deswegen bin ich dafür, dass man auch die konkrete Forderungen in der Türkei stellen, aber nicht ausgrenzen. Und die zweite Frage ist, wenn Europa sich als sozialer Europa nennen will, muss man den anderes nicht-europäische Länder Grenzen zu machen, damit man auch die Flüchtlinge auch frei nach Deutschland kommt oder in europäische Länder kommt, dass sie Asyl genießen sollen. Also leider gibt es zum Thema Asylpolitik ziemlich wenige Anträge zum Parteitag. Die Hessen-Piraten sind da, glaube ich, weiter. Der AK-Asylpolitik in Hessen ist ja auch relativ aktiv. Da wird wahrscheinlich zum nächsten Programmparteitag nochmal einiges an Anträgen von Kevin kommen. Das, was du zu... Ja, ja. Also wir sind dabei, etwas auszuarbeiten, aber wir wollten es jetzt nicht so halbfertig jetzt anbringen. Und wir wollen es lieber da Zeit lassen, das richtig auszuarbeiten und es dann anbringen. Also das, was du zur Türkei gesagt hast, das ist im Wesentlichen der Standpunkt, wie er auch da drin ist. Also man soll schon konkrete, also die Demokratisierung und die Menschenrechte sind Voraussetzungen, Kopenhagener Kriterien halt, aber Geografie, Mehrheitsreligion und so weiter soll kein Kriterium sein oder kein ausschlaggebender Grund. Hallo, mein Name ist Jörg. Ich habe nur eine Frage zu dem Punkt innereuropäischer Handel. Du hattest dort irgendwie zwei Aspekte, die nicht unbedingt was miteinander zu tun haben, oder beide, also verschiedene Aspekte ja sind. Das eine war eben, dass man nicht mehr irgendwelche Dinge eingrenzen darf auf bestimmte Länder, also so DVD-Codes und solche Sachen. Und das andere war direkter Förderung von übergreifenden Dienstleistungen. Das sind ja doch zwei ganz verschiedene Dinge, oder? Ja, also das Angebot von länderspezifischen Waren und Dienstleistungen soll nicht verboten werden. Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Also auch sowas wie eben Pay-TV-Sender in einem Land und nur diesem einen Land soll nicht verboten werden, sondern es soll eben, also die europäische Wirtschaftspolitik soll darauf hinarbeiten, solche Grenzen da, wo die Händler eigentlich gerne würden, aber nicht können, dort eben abzubauen, wenn wirklich irgendwelche Infrastruktur oder logistischen Schwierigkeiten im Wege stehen, dann soll die EU dort fördern und sie soll eben die Händlerinnen und Händler unterstützen, ihre Waren und Dienstleistungen europaweit anzubieten. Aber sie soll nicht das nationale Angebot von Waren und Dienstleistungen verbieten. Schade. Tja, da musst du noch einen Antrag stellen. Noch eine kurze Frage, einfach mal zur AG Europa. Wie viele Piraten waren da oder sind da eigentlich aktiv? Also jetzt nicht, was im Wiki steht, wie viele da aufgelistet sind, sondern wie viele sich da wirklich regelmäßig an der Arbeit beteiligen. Ja. Also das kann... Weißt du das? Ich bin nicht Mitglied der AG Europa, insofern kann ich es dir nicht genau sagen. Es kommen pro Monat ungefähr 1700 Mails auf der Mailingliste durch, auf der AG Europa Mailingliste, auf dem europapolitischen Konferenz, die zwar ein bisschen doch Außenpolitik war, aber hauptsächlich auch Europapolitik behandelt hat. In Potsdam waren auf die 120, 130 Leute da gewesen. Natürlich machen jetzt nicht alle davon sehr aktiv in der AG mit, aber das ist halt auch immer sehr relativ, was man genau da definiert. Ne? Aber es sind schon so, ich glaube, so der feste Kern, die da relativ fest mitmachen, sind so 25, 30 Leute.
Danke. Also, ja. Ich habe auch den Eindruck, dass es eine der aktiveren AGs ist, weil dadurch, dass ich mich mit Europa-Themen beschäftige, auf diese Konferenzen fahre, auch bei der Entstehung der PPEU mitarbeite, komme ich ständig mit irgendwelchen Leuten von der AG Europa in Kontakt, die auch irgendwie über ihren AG-Tellerrand hinausschauen. Also man kriegt auf jeden Fall von denen was mit, wenn man sich mit den Themen beschäftigt. Und das scheinen auch so ganz patente Leute zu sein. So. So, jetzt aber doch nochmal die Frage zu dem europäischen Innenrecht, diese grenzübergreifende Dienstleistung, so Abbau von den Handelsschranken für Konsumenten. Ich dachte durchaus, dass da damals, als der Antrag entstand ist und im Libby stand, dass das durchaus auch gegen Apple gezielt hat, die künstliche Schranken in Europa aufgebaut hat für Konsumenten, indem entsprechend nur eine, was ich, eine deutsche Kreditkarte abgefragt wird und also man kann sich nicht in einem belgischen Apple Store anmelden, wenn man keine belgische Kreditkarte hat, auch wenn man jetzt die belgische Fernsehserie da gerne beziehen würde. Die ist sonst also eine komplett künstliche Beschränkung letztendlich, die jetzt vom Unternehmen gemacht wird. Und ich dachte, dass das mit damit abgedeckt wäre, dass eben solche künstliche Handelsschranken, die also erschwert werden müssen. Also mindestens mal. Ja, aber nicht verboten, glaube ich. Also ich, ich mache ihn mal auf, weil da bin ich mir jetzt selber nicht ganz sicher, wie das ist. So. PA63. Also, Und in der Zeit sage ich mal kurz zum Thorsten, zu den konkreten Forderungen zur Verfassung und gleichzeitig sagen, wir wollen ein Verfassungskonvent. Weil der Verfassungskonvent wird ja sowieso kommen. Das steht ja schon im Vertrag, in dem ESM-Vertrag drin, dass es bis 2015 nochmal, also 2015 nochmal geben wird, weil es in die Verträge reingeschrieben werden muss. Wir haben jetzt im letzten Parteitag oder letzten programmatischen Parteitag in Hessen ja auch gesagt, wir wollen eine Verfassungsreform in Hessen haben und wollen da eine Enquete-Kommission mit kompletter Gesellschaft machen und dann am Ende natürlich steht die Volksabstimmung, aber wir haben schon natürlich konkrete Vorstellungen an Fragestellungen, an die diese Enquete-Kommission dann rangehen soll und diese beantworten soll. Also das kann man durchaus beides verbinden. Und das haben wir auch schon in der Vergangenheit gemacht. Ich habe ja auch gerade schon hier, das ist eigentlich im Prinzip auch kam, es ging jetzt nur darum zu sagen, dass es ausformuliert vielleicht getrennt werden sollte. Mhm. Also in einer ausformulierten Version getrennt, weil die in ihrem Fluss, wie sie es vorgetragen hat, hörte es sich an wie Paragraph 1, Paragraph 2. Also ich gehe da gleich nochmal auf die Stelle drauf, dann können wir es uns kurz angucken. Aber das ist eher so stichpunktartig. Ich habe es für mich eigentlich geklärt. Ja. Also das ist jedenfalls der Punkt in der europäischen Handel. Also es ist tatsächlich nicht ganz klar. Da steht, die Piratenpartei Deutschland setzt sich dafür ein, dass künstliche Einschränkungen im innereuropäischen Handel abgebaut werden und die Händler unterstützt werden, ihr Angebot auszudehnen. Also da steht nicht explizit Verbot, da steht auch nicht explizit kein Verbot. Ja, das kann durch Verbote passieren. Kann durch Verbote passieren, tatsächlich, ja. Das hatte ich nicht so gelesen, aber es ist tatsächlich so oder so interpretierbar. Also hier sind nochmal diese Punkte, also das ist immer quasi so, also das sind diese Punkte zu den grundrechtlichen Garantien. Das ist immer so ein Punkt, wo dann die Überlegung dahinter begründet wird, warum das sinnvoll ist, das aufzunehmen und dann eben, was konkret das Recht sein soll. So ist das gestaltet in dem Antrag. Und also das ist jetzt halt zum Beispiel dieser Punkt zu den Immaterialgütern. Aber es ist jetzt nicht genau gesagt, wie das in der Verfassung ausgestaltet sein soll, sondern nur die Richtung so. Ja. Weitere Fragen? Protest? Okay, also nochmal mein Appell. Bei Europa, das ist oft so ein Thema, wo sich zwar ziemlich viele Piraten relativ einig sind, aber es wird immer wieder vertagt, weil es sehr wenige als jetzt das wichtige brennende Thema ansehen. Wir laufen Gefahr, auch wenn wir jetzt vielleicht im Januar oder im Frühjahr doch einen neuen Vorstand wählen, dass dieses Thema vergessen wird und irgendwie unter den Tisch gekehrt wird, obwohl wir sehr gute und sehr gut ausgearbeitete Vorschläge haben. Deshalb nochmal meine Bitte an euch, wenn es irgendwie so eine Abstimmung gibt, von wegen, was soll auf dem Parteitag behandelt werden, denkt bitte auch an Europa, das ist ganz wichtig. Dankeschön.